Ja, hallihallo, da bin ich wieder und was habe ich euch heute mitgebracht? Moment mal, was macht ihr beiden denn da? Seid ihr die beiden von der Tankstelle oder? Ach, das ist ja Prinzessin Kira und Prinzessin Tara von den Saphiras. Richtig, es gibt nämlich, wie jedes Jahr praktisch im Sommer, ein neues Saphiras Magazin, Saphiras Rainbow, so heißt ja die Serie dieses Jahr. Und da ist wieder ein Stoffpüppchen drin, ein Plüschdrache. Und zwar nicht nur ein Drache, sondern sieht so aus wie so ein Einhorn-Plüschdrachen. So, guck. Na, guck. Ja, das läuft also praktisch immer folgendermaßen. Anfang des Jahres gibt es ja immer diese kleinen Figuren von den Saphiras. Und parallel gibt es dann immer so ein Stofftier. Diese Tara gab es vor 2 Jahren. Letztes Jahr gab es Kira. Und dieses Jahr heißt sie Stella. So, das sind praktisch immer die Figuren, die sie so im ersten halben Jahr nicht losgeworden sind. Die packen sie dann praktisch immer hier in dieses Magazin rein. Das kommt immer so im Sommer raus mit der Plüschfigur. Hat immer so einen Preis von 6 Euro. Guck, in diesem Fall 6,99 Euro. Normalerweise kosten diese Plüschfiguren im Handel so 8,99, 9,99. Ja, und wir gucken uns diesmal mal an, was ist denn nun drin im neuen Saphiras Rainbow Magazin von Sonderheft Total Tierlieb. Wie gesagt, Nummer 1, 2020. Ja, da gucken wir mal. Warum sind denn hier eigentlich immer clever und smart? Naja, gut. Na, gucken wir uns auch mal später an. So, machen wir das Ding doch einfach mal auf. Schauen wir uns mal an. Was haben wir hier? Dominosteine oder ist das Memory? Nee, das ist Dominosteine. Also, kann man Domino mitspielen. Na, schauen wir mal. Hier. So sah es früher übrigens aus, die Comic-Hefte. Na, mit clever und smart. Da war nicht irgendwelche Extras mit Plüschtieren oder mit Minifiguren oder was auch immer. Nein, außer Yps gab es da nichts mit Gimmick. Heutzutage gibt es ja praktisch gar keine Zeitung mehr ohne irgendeine Zugabe. Sonst würden sie gar nicht mehr verkaufen. Wobei ich auch gar nicht mehr weiß, ob die Kids heutzutage überhaupt noch groß Comics lesen. Das knistert hier alles so ein bisschen. Aber wir wollen ja erstmal alles rausholen. So, zu der Plüschfigur kommen wir gleich. Gucken wir uns an. Mal schauen, ob das genau die gleiche ist, die ich mir schon mal besorgt habe Anfang des Jahres. Wollen wir mal gucken. Wir machen gleich mal einen Test. So, also, gehst mal zu deinen beiden Freunden hier hin. So, guck mal, jetzt haben wir ein Trio. Und wir schauen uns erstmal an, wie und was ist denn hier im neuen Saphiras Rainbow Magazin. Gucken wir uns mal so auf die Schnelle an, weil wir einfach nur mal durchschauen wollen. So, da sehe ich schon, da sind die neuen Rainbow Figuren. Was heißt neu? Sind auch schon wieder ein halbes Jahr alt. Hier ist der Drache Stella. Wird das immer noch als Einhorndrache? Wird als Einhorndrachen benannt. So, gucken wir uns mal an. Guck, hier haben wir nochmal die Regenbogen-Saphiras mit ihren bunten Flügelchen. Hier haben wir wieder einen Comic. So, müssen wir immer so ein bisschen gucken hier. Ich will euch ja auch nicht immer alles zeigen. Ja, was haben wir noch? Ein Quiz mit den Saphiras. Hier haben wir sicherlich noch ein schönes Poster drin. Genau, zum Ausmalen. Hier haben wir, okay, also ist so ein Doppelposter. Guck mal, hier haben wir die beiden Zwillinge. So. Gucken wir mal, ich habe auch die kleine Figur. So. Muss ich mal gerade eben holen. Die kann ich euch auch gerade mal eben zeigen. Guck mal hier, das war die Figur. Hier ist sie. Wie sie
Anfang des Jahres oder praktisch immer noch in diesen Regenbogentütchen war. So sieht's aus. Und haben wir gleich mal einen Vergleich. So in klein und so in groß. So, aber wir schauen uns das jetzt erstmal an, das Magazin. Was haben wir denn noch hier so? Ein bisschen Werbung für Bibi Blocksberg. Hier können wir eine Regenbogenbox uns bauen. So, also ein bisschen basteln. Dann haben wir hier noch eine Rätselecke. Ja, und sonst das Übliche. Hier kann man die anderen Hefte nachbestellen praktisch. Okay. Ah, hier. Hier sind auch, okay. Hier sind die, hier ist die Plüschfigur, diese Plüschfigur und diese müssten noch meine Kinder irgendwo haben. Die müsste auch hier noch bei uns irgendwo in der Kiste der Plüschtiere sein. So, hier können wir noch ein bisschen naschen. Hier können wir noch was Leckeres machen. Pfannkuchen. Ah, okay. Also bunten Pfannkuchen. Habe ich auch noch nicht gegessen. Sieht aber sehr nach viel Farbstoff aus. Lebensmittelfarbe. So. Ja, das war's erstmal mit dem Heft. Jetzt gucken wir uns aber erstmal, wie gesagt, unseren Drachen an, unseren Plüsch-Einhorn-Drachen. Und zwar ist das die Stella. So sieht sie aus. Jetzt ist sie natürlich so ein bisschen verformt, weil sie hier die ganze Zeit in dem Heft bei war. So. So, guck mal. Da müssen wir gleich erstmal wieder gerade ein bisschen richten hier. Aber ansonsten soweit in Ordnung hier mit Regenbogenfarben. Schön, schön plüschig, flauschig. Ja, gut verarbeitet. Können wir also nicht meckern. Nö, alles gut. Okay, hier. Sauber gemacht alles hier. Prima. Hier ist das Fähnchen von den Saphira Rainbows. Guck mal, von Simba, ja. Ja, also von daher können wir nichts zu sagen. Ist alles soweit in Ordnung. Wer es mag, wer es liebt. Guck, jetzt haben wir zweimal die gleiche. Also ist genau die gleiche, ne, die ihr auch so in den Geschäften kaufen könnt, wenn es die überhaupt zu kaufen gibt, weil viele Geschäfte haben die Saphiras ja gar nicht mehr, weil sich das einfach gar nicht mehr lohnt. Das ist einfach, ja, der Saphira-Zug ist abgefahren, aber da haben sie sich das selber praktisch zuzuschreiben. Also das ist nun von hier von Simba. Da haben sie selber Schuld. Also das hätten sie wesentlich mehr pushen müssen. Naja, wollen wir mal schauen. So, guck mal. Dann haben wir zwei Zwillinge. Und hier praktisch unsere beiden anderen aus den letzten Jahren. Okay, wenn wir jetzt mal gucken. So die neue. Und hier praktisch unsere kleine. Ja, das sind die Saphiras. Ja, das war praktisch ein Überblick über die Saphira Rainbow, das neue Magazin, wie gesagt, im Blue Ocean Verlag. Was ist denn jetzt hier eigentlich mit diesem Clever und Smart? Ah, vielleicht ein neues Video auf meinem Kanal? Oh, mal schauen, was wir da so zu sagen können über die Geheimagenten oder die Chaos-Geheimagenten, muss ich ja sagen, aus den 70er, 80er Jahren. Die jetzt wieder neu aufgelegt wurden. Aber dazu mehr in einem weiteren Video auf meinem Kanal. Bis bald, euer Guido. Tschüss.